Willkommen zurück bei Persona. Ich fange mal eben an mit dem Öffnen des Energies, also kurz die Ohren schützen. So, hätten wir das schon hinter uns. Und dann erzähle ich euch kurz, oder zeige euch kurz, was ich so getan habe in der Zeit. Ich dachte ja, dass ich ein bisschen farmen würde. War, glaube ich, auch ganz gut so. Wenn ich drüber nachdenke. Ich gehe erstmal bis zum Wald, weil die Mucke da ein bisschen ruhiger ist. Euch habe ich, also könnt ihr zurückgehen. Euch mache ich einfach platt. Also im Großen kann ich schon mal sagen, ich habe ihn noch nicht auf Level 8, also Rang 8. Ist Rang 7 jetzt, also kurz davor. Aber ich brauche ihn auch gar nicht mehr zwingend auf Rang 8 zu bekommen, wegen Waffen, denn ich habe tatsächlich Waffen bekommen. Wenn ihr euch an letzte Folge erinnert, hatten wir diesen Gegner Eligor, diesen Britenden. Und der droppt tatsächlich, wenn ich trainiert habe im Wald, habe ich es halt ein paar Mal bekommen, ein Schwert. Und zwar das Fuma Wakizashi. Und das ist ziemlich gut und ehrlich gesagt gar nicht mal wirklich schlechter als das Schwert, was ich erschaffen könnte aus der Persona. Das Persona-Schwert ist ein bisschen stärker, hat dafür aber keine Blindeffekt-Möglichkeiten, die das Fuma hat. Des Weiteren habe ich ehrlich das Lunablade ausgerüstet, das wir schon viel früher mal bekommen haben. Das habe ich ihm gegeben, weil wir sowieso meistens hinten stehen. Und das Lunablade bringt halt bei allen Stats plus 1, was ziemlich gut für den Magier ist, weil er dann trotzdem Vorteil durch das Schwert hat. Ja, ich glaube, sonst hat sich aber nichts verändert. Doch, verändert nicht, aber ich habe es nachher nachgelesen. Ich habe eigentlich schon wieder einen neuen Bogen. Den Hexadrive, den habe ich mich auch ein paar Mal gedroppt bekommen, als ich drin war. Und der ist auch ziemlich gut und bringt auch ordentlich Dexity. Das ist ein neuer Bogen für sie auf jeden Fall. Er ist nicht ganz so stark, aber er hat eine bessere Trefferchance. Hat auch einen negativen Effekt, erhöht halt einen Statuswert, der sicherlich auch Gutes tun wird für uns. Ja, also warum nicht, würde ich sagen. Nimm mal mit, das da. Ich glaube, das war es aber auch ausrüstungstechnisch. Ich weiß aber auch, dass irgendeiner. Ja, genau. Ich habe natürlich ein bisschen, weil ich gelevelt habe, mit Personas auch teilweise durchgegangen. Das heißt, Janus ist auf der höchsten Stufe. Und ich habe tatsächlich gelesen, dass Janus, wenn man den eintauscht, die zweitbeste Axt im Spiel droppt. Das ist ziemlich nice. Das einzige Problem damit ist, dass ich Janus jetzt gerade auf Max bekomme, um als Vogel auf Max kommen zu haben, und will ihn eigentlich gar nicht abgeben, aber ich glaube, ich mach's, weil die Axt ist es eigentlich wert, ganz ehrlich, die ist es schon wert. Das sollten wir vielleicht sogar jetzt noch eben machen. Die Ruinen übrigens, ja. Ist ja ein Fight. Den Typen habe ich. Ich habe jetzt noch nicht um das Level erreicht, um alle Leute rekrutieren zu können im Dungeon. Das ist einfach zu hoch. Weil manche von uns einfach zu weit unten sitzen. Im Vergleich. Aber das ist kein Problem. Wir kommen, glaube ich, trotzdem ganz gut durch. Ja, die mögen keinen Beschuss rein, erinnere ich mich noch. Ah, Mist, ich wollte was zu der Person anlesen. Das habe ich ja. Ah, die Reflected Dust. Mist, habe ich ja vergessen. Ja, das wusste ich eigentlich. Ich lebe heute immerhin noch. Also, was soll's. Ja, ich schaue mal, dass ich den nächsten Vorgang denke. Nachzulesen wegen der Persona von Green gerade. Weil die wollte ich ja schon gerne mal sehen. Wo die Ursprünge dazu liegen. Mach mal bitte einfach einen Shoot. Ich habe die von ihr ein bisschen gelevelt. Ich habe leider immer noch nicht den Multi-Heil, also den Multiple-Heil-Zauber bei denen gelernt. Aber ich bin sehr froh, dass die Love Whip die vorderste Reihe der Gegner erreicht. Das ist ganz nett. Ja, du schießt bitte auch einfach mit deinem Bogen. Die Formation habe ich bis auch angepasst anhand der momentanen Personas. Wie ist es mir besser gefallen? Eigentlich habe ich nur die Fronten ein bisschen umgeändert, wie man sieht. Ich habe unter ich keine einzige Person dabei, die heilen kann. Was echt ein bisschen doof ist, aber ist halt leider so.
Gut. Hauptsache, es greift mich nicht an. Okay, gut, gut. Ein bisschen unangenehmer geworden als notwendig, aber ist ja egal. Ach komm, das war jetzt wieder Counter Rate over 9000, ne? Manchmal hat man echt Pech. Ja, die Ogre sind aber echt alte Gegner. Okay, die kann ich glaube ich mit normalen Angriffen einfach töten. Aber das will ich natürlich nicht, weil ich die Chance habe, ein bisschen meine Fähigkeiten zu trainieren, tue ich das auch. So, ich darf bloß kein Elementzauber nutzen. Dann ist alles cool. Ich weiß gar nicht, ob Miracle oder Curse jetzt ein Element ist oder eher eine Force. Jetzt sehen wir es gleich. Okay, ist auf jeden Fall kein Element. Double Frost, Cuckoo Lane, Baby. Mist, ja, die haben keine Chance mehr gegen uns. Die bringen auch nicht mehr allzu viel. Ja, die Ruinen sind übrigens wirklich ein optionaler Dungeon, den man nebenbei abgehen kann. Werde ich wahrscheinlich nicht, weil ich gelesen habe, dass ein Großteil des Dungeons erst frei wird, wenn man sehr spät im Spiel bereits ist. Und ein Teil davon sogar erst im Postgame. Und da ich das wahrscheinlich dann nicht mehr machen werde, werde ich den gesamten Dungeon hier wahrscheinlich ignorieren. Wenn ihr ihn interessant findet und ob ihr machen wollt, hey, dann spielt das Spiel. Wäre eine Option. Aber hat mit der Story nichts zu tun und hat auch so viele Vorteile nicht für das normale Spiel. Meines Erachtens nach. Okay. Wir wollen erstmal heilen. Dann gebe ich die Persona ab und dann speichern wir nochmal. Und dann geht's in den Wald. Mir ist eigentlich nicht passiert. Ich bin natürlich einige Level gestiegen. Hab die Persona aus einigermaßen hochgezogen, was Ränge angeht. Und halt diese Waffen, die ich ja gerade schon gezeigt habe. Jetzt geben wir noch eben die Janus-Persona ab. Und ich glaube, ich gebe den Fisch auch einfach ab. Der ist zwar nicht schlecht, dieser Knochenfisch, der ist zwar nicht schlecht, aber ich wollte die Waffe haben. Und deswegen habe ich es auch gemacht, deswegen. Nein, nicht create. So, take on Persona. So, das heißt, also ist doch gleich 8. Ja gut, dann so viel dazu, den muss ich noch auf 8 kriegen. Bei ihm habe ich jetzt alle auf 7 oder keinen auf 8. Ich glaube, dass Vidofnir auch irgendeine Waffe droppt, wenn man ihn auf 8 kriegt. So, Triglav, nee, nee. Gosuteno auch nicht. Janus, den wollen wir gerne abgeben. Denn wenn ich das richtig gelesen habe, wenn es stimmt, wenn nicht, habe ich Pech gehabt, dann bekomme ich für ihn auf jeden Fall... Ich muss ihn erst runterpacken, damit ich ihn deleten kann, ne? Dann rüste mal eben kurz was anderes aus, ich weiß es auch nicht. So. Das heißt, deleten wir. Wo ist Janus? Da. Der müsste jetzt eigentlich eine sehr starke Axt abwerfen. Das ist, wie gesagt, die zweitstärkste Axt im Spiel. Da kann man aber schon behaupten, dass wir keine neue Axt mehr brauchen werden, wahrscheinlich für unseren Mark. Mandao Spoon, ich hoffe, der ist das. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber es ist eine Axt, ja, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Shoki habe ich bei ihr damals rausgenommen. Aber das ist hier wieder im Nahkampf, deswegen ist Shoki eigentlich wieder okay, wenn ich ehrlich bin. Maka wollte ich eigentlich mir geben. Das wäre eigentlich das Ding, was ich mir gegeben hätte, wenn ich mal den Fisch durchkriegen würde. Was ist Akuma denn nochmal? Ist auch ein Nahkämpfer, ne? Ich glaube, ich gebe ihm mal Akuma mit. Weil sie ist ja so ein bisschen meine Nahkämpferin auch, ne? Also sie ist ein bisschen Jack of all trades, so ein bisschen. Wir nutzen jetzt mal Cuckoo Lane, das ist immer noch in Ordnung. Falleck ist Max. Er trainiert auch dann Lidim nebenbei. Gusuteno ist immer noch sein Main für mich, aber... Sie trainiert Hathor, weil ich endlich einen zweiten Charakter mit Multi-Heal haben will, mit einem guten Multi-Heal. Da muss sie wahrscheinlich noch einen Rang versteigen. Gut, und ich versuche halt immer noch Ilyanka Max zu kriegen, dann Vidofnir. Urashi habe ich zwar auch noch dabei, aber werde ich schon auch bald rauswerfen. Ich werfe Urashi jetzt schon raus. Ich wollte sie eigentlich noch Max machen, aber... Das fällt, glaube ich, ganz gut, wenn ich jetzt noch einmal... Habe ich nicht einen 33er, den ich mitnehmen wollte, oder war das der 34er?
Ich weiß auch, wie er aussah. Ja, gut, das war der 34er. Gut. Dann nehmen wir den einfach mal anstatt Owashi rein. Dann habe ich schon mal eine sehr hochgelevelte Person dabei, die ich auch benutzen kann, die auch noch mit meiner Affinität übereinstimmt. Gut. Gut. Was jetzt das Beste ist, weiß ich nicht, aber kriegen wir schon hin. Hauptsache, die Axt bekommen. Und so lange kann es auch nicht mehr dauern, bis mein Ding da auf der Lacht wird. Und wir auch das Schwert bekommen können. Auch wenn wir das nicht mehr so dringend brauchen, aber why not, ne? So, wo ist das gute Ding? Da, Alter, guckt euch die Attackenwerte an! Guten Tag war schon eine gute Waffe. Das Ding hat 238 und trifft 107, also eigentlich immer. Und erhöht nochmal die Stärke um 9 Punkte. Und die Dex- und Agilitätserhöhung hatte der guten Tag auch. Ne, hatte sie nicht. Warum werden sie mich gerade nicht angezeigt? Das verstehe ich nicht. Ist ja auch egal. Wichtig ist die Stärkeerhöhung, die Angriffspower, die er kriegen wird jetzt. Nice, das war es auf jeden Fall wert. Janus war nicht schlecht, aber Janus war nicht so gut wie diese Waffe, die er uns droppt. Auf keinen Fall. Gut, dann speichern und dann gehen wir zum Wald. Vielleicht schaffen wir auch durchzubekommen. Ich glaube, die soll nicht so ganz groß sein. Aber sicher bin ich mir natürlich auch nicht. Woher soll ich es auch wissen, genau, ne? Aber wissen ja schon einen gewissen Punkt, wie weit wir laufen müssen. Das ist ganz gut eigentlich. Ja, hier sind nur Popelgegner. Das wissen wir. Aber besiegen will ich sie trotzdem. Ist besser. Vielleicht kann ich schon mal die ersten Skills jetzt nutzen bei den neuen Personas, die ich jetzt ausgerüstet habe. Ein Heilraum kriegen wir sowieso noch im Weg, deswegen ist es egal. Aber gut, ich habe nur eine komplett neue ausgerüstet, das ist ihre, ne? Stimmt gar nicht. Aber die anderen brauchen auch nur noch Erfahrung. Zack. Das blocken die, ist okay. So, gute Liebespeitsche. Alter Schwede, ja. Ja, die taugen halt nichts mehr, die Gegner, ne? Was soll man sagen? Also ich kann anscheinend momentan nur die ersten beiden Etagen der Ruine machen und eine der die späteren Etagen erst nach einem ziemlich späten Punkt im Spiel und die letzten davon halt erst, glaube ich, nach Beendigung. Und da denke ich mir so, nee. Nee, danke. Ich verzichte. Gut, also. Heilraum brauchen wir jetzt nicht zu nutzen, wir haben kaum was verbraucht. Kurz die Karte aufmachen, wie wir nochmal laufen müssen. Wir sind nur bis da vorne gelaufen, ja. Und das ist eigentlich egal, ob ich jetzt da oder da lang gehe. Dann gehen wir einfach hier rein. Die habe ich auch noch nicht rekrutieren können, die sind einfach zu hoch. 33 ist nicht unser Durchschnitt. Da kommen wir nicht mehr klar. Ich glaube, bis 31 sollten wir mittlerweile können. Aber ich glaube, alles, was drüber ist, ist auch problematisch. Also kriegen wir die eben fix. Warte mal, die waren auch schwach gegen Erde, meine ich. Es leckt heute ein bisschen, ne? Warum auch immer. Kein Grund. Nichts anderes offen oder so. Au. Schön. Kein Problem. Erfahrung ist immer noch ganz gut. Ich denke schon, dass ich stark genug bin für Bosse oder so weiter, aber ich kann halt noch lange nicht alle hier rekrutieren. Das ist halt auffällig. Ich bin nicht falsch gelaufen. Ich muss hier lang. So. Waren. Welches Level? Mal gucken, ob ich die rekrutieren kann mittlerweile, weil die sind ja 31, ne? Natürlich habe ich die Seite gerade nicht offen. Wise and joyful. Nicht nur wise and joyful, sondern drei Sachen, ne? Ja, wise, joyful, forceful. Okay.
Da sind sie doch, oder? Heißt es Joyful, Forceful, Polysium. Überzeugen, Braggen. Wahrscheinlich eher Braggen. Das Gefühl, dass meine Sachen oftmals nicht so gut funktionieren. Ja, okay. Ganz bisschen Lebensenergie haben, da habe ich kein Problem mit. So, gucken wir mal, ob wir einen 30er schon kriegen können. Ne, immer noch nicht. Okay, also dann ist es nicht Durchschnittslevel. Da muss es irgendwie Mindestlevel von allen sein, dass irgendwie der niedrigste von uns zählt oder keine Ahnung. Obwohl, das kann eigentlich auch nicht sein. Hm. Weil, was haben wir jetzt für Level? Kann ich euch auch mal zeigen, weil ich ja ein bisschen trainiert habe. Also ich bin 34, das ist ein gutes Stück nach vorne, klar, keine Frage. Sie ist 31, 31, 28, 30. Also vom Durchschnitt müssten wir auf jeden Fall bei 31 sein. Er ist der Einzige, der noch ein bisschen hinterherhängt mit 28. Aber ich habe auch schon, also wer jetzt denkt, ich müsste das Mindestlevel 28 haben, auf jeden Fall nicht, weil ich habe auch schon Leute rekrutiert, die 30 sind. Also keine Ahnung. Egal. Machen wir also erst wieder Mark, wie ein Level steigt. Ab 31. Macht vorher ja wohl keinen Sinn. Und da ist, wir killen euch einfach. Ja, schön. Megidolan, da ist aber noch ein mit so einem geilen Spell. Ich muss jetzt auch hart überlegen, ob ich den in die Waffe umwandeln werde oder nicht. Aber wie gesagt, das ist die Waffe, die ich kriege, ist das Chris Nager. Und das Ding ist nicht so viel stärker wie das Wakizashi von Futuma. Oder Fuma? Fuma. Wenn die Persona irgendwann veraltet ist und nicht mehr so gut ist, kann ich es immer noch machen. Ne? Und bis dato ist es halt eine gute Persona. Sehr ungut, dass keiner von denen gestorben ist, weil die können sehr gefährlich werden, wenn sie wollen. Aber gerade machen sie das Single-Target-Spells und heilen mich auch noch damit. Das ist der gefährliche Spell, den sie drauf haben. Autsch. Wenn sie alle machen, kriegen Probleme. So, du bist Max. Dann schießt du mal diese Runde. Schießen ist kein Problem, oder? Ich will ihn gucken. Keine Lust zu sterben. Nee, nur er ist ein Problem, okay. Dann schieß. Stehen so ungünstig, ich kann so schlecht treffen mit meinen Fähigkeiten gerade. Aber zwei sind weg, okay. Noch ein, zwei übrig, drei sind weg. Ja, ich glaube, wir können den. Ja, gut, nee, nee. Nein, nicht escape! Es passiert mir so oft, dass ich dann ausrutsche und auf escape komme. Oder dass ich wieder, weil ich nach unten drücken will, um hochzukommen und dann meine Untentaste wieder nicht reagiert. Ich kann froh sein, dass der eine geblockt hat jetzt. Okay. Ja, ich hätte wirklich wiederholen können. Das ist exakt dasselbe, was ich nochmal mache. Alles klar. Double Thrust. Das ist auf jeden Fall gute Erfahrung für die Person aus jetzt. Für ihren Rang. Nicht auf mich, Alter! Ich habe heute gerade echt ein herbes Problem, dass ich keinen drin habe, der heilen kann. Das muss sich irgendwie ändern. Ich meine, wenn sie einen Rang steigt, noch einen, glaube ich, dann hat sie halt ihren Heiler, ne? Aber sie hat noch keinen Rang gestiegen. Das ist gerade ein bisschen ein Problem. Was war das? Was war das?
Was war das gerade? Meine Person hat auf eigenständiger Basis reagiert und ihr eine krasse Attacke gemacht. Was war das denn? Das ist so eine Art, wenn die Person einen ganz gerne mag, weil wir ja voll sind mittlerweile, dass sie manchmal eigenständig krasse Sachen macht? Wie viel Stärke mir die auch gibt, ne? Oh Mann. Die macht mich sehr tanky und stark. Also die ist eigentlich sehr gut, um meine Werte auszugleichen, könnte man sagen, ne? Doch ein Grund, sie nicht unbedingt wegzugeben. Und gerade hat es mir echt einen Arsch gerettet, warum auch immer. Ich weiß nicht, was sie da gerade gemacht hat. Keine Ahnung, was das war. Das war keiner ihrer Spells, glaube ich. Das war einfach nur so eine Superattacke. Ich bin verwirrt. Also wir haben außer der Kämpfe genug Teilzauber, ne? Aber gerade aktiv halt keine. Ich wechsle dann trotzdem mal. Wir behalten dich erstmal. Gerade hast du dich echt bewiesen, mein Freund. Wir behalten dich erstmal. So, das würde ich gerne aber wie dürfen wir maximieren. Das wäre mir echt wichtig. Ne? So, hier lang. Dann da lang. Bis wir richtig gedreht werden. Genau. Jetzt sind wir fast da, wo wir damals aufgehört haben. Als letzte Folge. Das ist ja nicht wirklich damals. Ah, weit gekommen ohne Kampf. So, ihr mögt, glaube ich, Wind. Das soll ich also lassen. Aber Eis dürfte okay sein. Ach nein, Eis heilen sich halt sie auch gut. Aber gut, dass wir sie jetzt erst geheilt haben, bevor sie Schaden genommen haben, dann ist es ja nun egal. Komm, können wir eine von ihnen sterben? Nein, okay. Gott, Glück gehabt, dass sie so viel gemisst haben jetzt. Ja, gerade verfehlen sie alle, die einfach Schaden nehmen würden. Die anderen heilen sich daran schön, das ist natürlich angenehm. Ja, dann nutzen die Fähigkeiten. Machen wir den Sleep Spell. Bin trotzdem Erfahrung. Die Erfahrung für Love Whip. Da ist das Ding wieder. Double Thrust und Heat Wave. Alles wertvolle Erfahrung für die Personas. Keine Frage. Aber immer noch kein altes Stück, oder? Ja, nächstes eine. Okay, die sind auch nicht alle nicht schwach dagegen. Das ist ja gut. Mudo, Mudo. Hätte auch Erzauber machen können, stimmt. Vergessen. Einfach repeaten. Einfach repeaten. Schön. Dann Chosen Leveler. Mag wer mir lieber, aber hey, ich meckere nicht. So, hier ist jetzt ein neues Gebiet für uns. Da ist ein Speicherpunkt, aber das ist der von der anderen Seite, ne? Deswegen komme ich da gar nicht ran, richtig. Also gehen wir einfach hier rein. Noch ein Speicherpunkt. Sehr nah an einem anderen. Also von der Luftlinie her. Das ist aber sehr beruhigend, dass hier einer ist. Da ist der Progress schon mal nicht für den Arsch, wenn ich sterben sollte.
Ich hasse es so sehr, Progress zu verlieren, deswegen. So, weiter geht's. Hier sind bestimmt viele Drehfelder, oder? Ja, es war mir so klar. Es war so klar, dass ein Drehfeld kommt. Ist einer von euch unter 31? Ne, dann lassen wir das lieber sein. Ich analysiere erstmal lieber. Es sind so viele verschiedene Gegner. Ist alles schon mal besiegt, aber. Und der Resistenz gegen Elemente und Force, also alles, was Magie ist, gerade so. Fast alles. Hier keine Attacks benutzen. Okay. Gut, das ist in Ordnung. Das heißt, Eiszauber gehen. Ich will zumindest keinen Counter abbekommen. Windzauber gehen auch. Stimmt. Beiden Außen werden vom Tech nicht getroffen, deswegen ist eh kein Tech, ne? Ja, stimmt. Das ist ein Unterschied. Also, Tech ist zwischen kein Tech Damage, das ist wirklich Sword Damage. Das ist ein Unterschied. Tech sind wirklich nur diese Sachen, die so eher an die Spin Kicks oder generell so an Martial Arts erinnern, glaube ich. Whip them into shape. Double Thrust. Sogar Schaden gemacht, okay. Ich bin überrascht. Naja. Au. Die schwach dagegen. Naja, auch. Nicht gut. Hey, wir leben jetzt 6 Stunden, sehr schön. Nicht gerade seine Hauptperson, aber hey. Warum nicht auch ein bisschen leveln? Die haben wir schon so lange. Das war die allererste Person, die wir erschaffen haben damals. Ich glaube schon. Die und dann Owashi. Haben wir zusammen gemacht. Eine Kai-Tech. Er wollte es Kai-Tech. Es ist Spear Damage. Okay. Makarola. Be gone. Ja, Mark nähert sich im Level ab. Ich habe dann genug, um 31er zu rekrutieren. Die Mana wird erst ein bisschen eng hier. Halber hier wie hier mit kleineren Zaubern. Das ist das Ende? Das sieht aus wie das Ende, oder? Wirklich? Ein Lebkuchenhaus. Tief im Wald. Alles klar. Let's go. Ich durfte ja gerade eben speichern, also wäre es nicht so schlimm, wenn es was Schlimmes passiert. Mädchen in Weiß. Die sieht auch aus wie Maki. Nur in klein. Also, das bestätigt jetzt immer mehr meine Vermutung, dass diese Welt eher was mit Maki und ihrem Unterbewusstsein oder irgend sowas zu tun hat. Vielleicht hat der Steva-Device dabei geholfen, dass irgendwie ein Teil ihres Bewusstseins Form angenommen hat und echt geworden ist. Aber ich glaube immer mehr, dass diese Welt aus Maki heraus entstanden ist. Weil bei Aki hätten wir noch sagen können, also bei dem schwarzen Mädchen, ein schwarz gekleideten Mädchen, dass das irgendwie nur ein Zufall ist, so dass irgendwie eine Verbindung zwischen ihr und Kandori existiert, aber jetzt haben wir noch ein Mädchen hier. Was nicht Aki ist, weil es das Girl in White ist, nicht in Black. Machen wir es mal weiter. Wer ist da? Ach, das sie war das, die wir damals in der Story Society diesem Spiel gesehen haben, als wir das Spiel geholt haben, okay. Das war für mich jetzt nicht so klar gewesen, weil die Gesichter halt gleich aussehen. Hey, ist das nicht der Geist, der in der historischen Society aufgetaucht ist? In der historischen Gesellschaft. Ist sie eine Freundin von dem Mädel in Schwarz? Hey, komm schon, nicht weinen. Bist du die kleine Mai? Ja, guck mal, die heißt Mai. Die andere heißt Aki und sie heißt Maki. Das sind also sozusagen Aspekte von ihr, oder? Aspekte von Maki. Ihre helle und ihre dunkle Seite sozusagen.
Vielleicht die Unschuld und dass ihre verdorbene, also böse gewordene Seite bei ihr was Schlimmes zugestoßen ist. Ich überlege ja auch die ganze Zeit, ob das im Zusammenhang damit steht, dass diese Welt hier, die komisch ist, erstens kein Hospital hat, sondern das Hospital ist ein Schloss. Vielleicht nimmt sie ihr eigenes Umfeld mittlerweile so wahr, weil sie immer da drinnen sitzt, wie eine Prinzessin, die im Schloss gefangen ist. Und es gibt hier keine Polizeistation, was sehr spezifisch ist. Ich weiß zwar nicht, warum stattdessen ein Wald hier steht, aber die Tatsache, dass eine Polizeistation nicht existiert, könnte darauf hinweisen, dass ihr irgendwas Schlimmes passiert ist oder dass sie vielleicht irgendwie eine schlechte Kindheit hatte und keiner eingegriffen hat und für sie sozusagen dann die Polizei irgendwie nicht existiert. Entweder weil die davon nie was wussten, sind ja keine Hellseher bei der Polizei, oder weil sie vielleicht was wussten und nichts unternommen haben. Das könnte halt dann heißen, dass für sie irgendwie die Polizei nicht existiert hat. Und deswegen existiert sie in dieser Welt auch nicht oder so. Das sind alles nur haltlose Theorien, aber ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass diese Welt irgendwie auf Markis Bewusstsein bzw. Unterbewusstsein aufbaut. Nicht die Marki, die wir jetzt hier haben, sondern halt die aus unserer Welt. Wenn das wirklich einen Unterschied macht, weil da bin ich mir auch nicht so sicher. Was ich auch komisch finde, dass wir viele Charaktere aus unserer Welt in dieser Welt hier nicht sehen. Ich habe noch nie einen von uns gesehen hier. Wo ist der Mark von dieser Welt? Wo ist der Reen von dieser Welt? Wo ist der Nanjo? Wo ist die Ellie? Selbst Leute, die uns nicht in die Welt gefolgt sind, habe ich hier nie gesehen. Wie Ayase zum Beispiel. Die habe ich auch nie gesehen. Reiji war zwar hier, aber es war der unser Welt Reiji. Die einzige Person, die hier war, die in dieser Welt auch existiert, war Yukino. Also das nicht das lilahaarige, die glaube ich Junko hieß, sondern die Yukino, die mit den blauen kurzen Haaren. Die war hier ganz kurz. Aber alle anderen irgendwie nicht. Warum? Also, ne? Also irgendwas stimmt da gar nicht. Überhaupt nicht. Und definitiv denke ich, dass da irgendwie Zusammenhang besteht mit Maki, weil diese Welt basiert auf ihr. Und das würde auch erklären, warum sie so viel Macht in dieser Welt hat. Zumindest ihre dunkle Seite. Na, machen wir jetzt noch weiter. Ja. Oh, wow. Sie hat ein halbmondgeformtes Puderdöschen, ne? Hat mich so nicht damals drauf geeinigt, dass das Puderdöschen ist. Also hat sie ein anderes, ja. Okay, deins ist ja auch, weil es ja nur mal normales Kompakt ist, deins ist kreisrund. Wie sieht denn das von Aki aus? Hat die auch eins? Na, egal. Es sieht sehr aus wie meins. Wie kann das denn aussehen wie deins, wenn deine rund ist? Na, okay. Ich meine, ist klar, dass es deins ist irgendwie, aber. Das muss der Schlüssel zum Schloss sein. Aber wer sind diese Kinder? Hey Mai, kennst du dieses Mädchen Aki? Ich meine, Maki, du kennst auch den Namen Mai. Warum kennst du den Namen Mai? Warum weißt du, wie sie heißt? Habe ich dir irgendwas verpasst? Oder vergessen? Ich meine, du hast es schon mal gesagt, von wegen, ob das Mai gewesen sein könnte, als sie damals im Spiegel aufgetaucht ist, aber ich meine, davor, haben wir davor jemals den Namen von dem Mai gehört? Maki, dir scheint es ja irgendwie vertraut zu sein, ne? Ist sie eine Freundin von dir? Nein, sie ist nicht meine Freundin. Sie ist Mai. Sie ist die böse Mai. Was? Was soll das heißen? Ich war so einsam. Das ist als Kandorika. Dann kam Kandori. Dann kam sie aus mir raus und ist mit Kandori weggegangen. Sie weiß, dass Kandori nicht unser möglicher Papi ist. Sie ist also eine völlig von dir getrennte Personalität, die sich von dir abgespalten hat. Was ist dieses Puderdöschen? Das ist mein Schatz. Es erfüllt Wünsche. Ich habe es benutzt, um diese Stadt zu erschaffen. Ja, guck mal, es könnte ja sein, dass zum Beispiel Maki irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich meine, wir wissen ja auch immer noch nicht, warum Maki überhaupt im Krankenhaus war. Über ein verdammtes Jahr lang, ne? Und deswegen ist sie vielleicht etwas, was ihr Unterbewusstsein erschaffen hat. Und das Unterbewusstsein hat dann sich eine Welt erschaffen, wo es irgendwie drin leben kann. Ihre Unschuld oder so drin leben kann. Und deswegen sind auch alle Sachen, die wir in der Welt hier sehen, die zwar real sind, weil sie wahrscheinlich real geworden sind, wahrscheinlich dank des Deva-Systems, das in Verbindung steht,
dass hier so viele Sachen auch noch so aussieht, als ob sie vor einem Jahr wären, obwohl trotzdem ein Jahr vergangen ist. Weil sie ist ja trotzdem noch da gewesen im Hospital. Es ist ein Jahr vergangen, aber sie kann sich natürlich nicht an Sachen erinnern, die in dem Jahr passiert sind. Deswegen sieht die Sporthalle jetzt mittlerweile hier immer noch so aus wie vor einem Jahr, obwohl es derselbe Zeitpunkt ist. Ja. Ich habe es benutzt, um diese Stadt zu erschaffen. Ja, das ist ja für euch ist ein großes Reveal, aber ich dachte, also für die Charaktere, aber ich dachte mir sowas irgendwie schon. Es ist halt keine Parallelwelt im Sinne von standardmäßig, ne? Nein, das kann nicht sein. Unglaublich. Dieses kleine Kind war der Erschaffer dieser gesamten Welt? Kannst du dann das Ruhrlöschen nicht benutzen, um Aki und Kandori zu fangen und alle nach Hause zu schicken? Nein, Aki hat die Hälfte davon mitgenommen. Ah, okay, so. Okay. Ich weiß, sie benutzt die andere Hälfte, um böse Dinge zu tun. Meinen Wünschen wurden einfach entgegengewirkt. Deswegen habe ich mich angefangen, hier zu verstecken. Aber wir können Kandori nicht erwischen ohne es. Kannst du uns vielleicht für eine kurze Zeit dein Döschen leihen? Nein, das könnt ihr nicht. Das ist genau das, was Kandori will. Mai, du solltest dich so nicht verstecken. Warum nicht? Wäre es nicht sicher, mich hier zu verstecken? So, okay, das ist der Punkt. Ich dachte es mir schon. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei Sachen, die ich über dieses Spiel wusste, von vornherein. Ne? Die beiden einzigen Sachen, die ich vorgesehen habe. Nummer eins, die ganze Geschichte mit den Charakteren und wie man mitnimmt und wie man nicht mitnimmt. Dass ich das vorher weiß. Und das hier ist der andere Punkt, von dem ich immer gesprochen habe. Kurz zur Erklärung. Ich werde jetzt Fragen gestellt bekommen. Und es gibt hier eine richtige Antwort sozusagen und mehrere falsche. Beziehungsweise es gibt sehr viele Antworten, die mich jetzt bis zu einem gewissen Punkt des Spiels zwar noch begleiten, aber dann ein sogenanntes Bad Ending auslösen. Und es gibt die optimale Art und Weise zu antworten, die mich ins ja, sogenannte Good Ending führt. Es ist aber nicht so, dass man es irgendwie, okay, ich spiele dann also bis zu einem gewissen Punkt und dann passiert was und dann ist das Spiel so oder so vorbei. Sondern entweder das Spiel endet wesentlich früher, ungefähr ein, zwei Dungeons später, oder es geht noch ein gutes Stück weiter. Also normalerweise würde ich sagen, gut, ich nehme jetzt die Antwort, ne, die mir jetzt persönlich richtig vorkommt und dann lebe ich mit dem Ergebnis. Aber Fakt ist, ich würde das Spiel dann verkürzen. Und weil ich das Spiel verkürzen würde mit dem anderen Ending, würde ich lieber das Good Ending anstreben, ne, damit ich das ganze Spiel beim ersten Mal durchspielen auch ja, ne, miterleben. Und nicht nur die Hälfte der Geschichte sozusagen wahrnehmen. Das wäre ein bisschen schade, weil ich hätte jetzt keine Lust, das Spiel zweimal durchzuspielen, das wird wohl nicht passieren. Und wenn es ein Ending gibt, was sozusagen die ganze Geschichte erzählt und ein Ending, was an einem gewissen Punkt der Geschichte vorbei ist, dann nehme ich dann noch lieber das Ending, was die ganze Geschichte erzählt. Ich weiß nicht mehr die Antworten, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich die richtig mache beim ersten Mal, aber ich habe ja vorher gespeichert. Ich weiß, wenn etwas Bestimmtes nach den Fragen passiert, dass ich einen Fehler gemacht habe, und dann werde ich einfach laden. Ich mach mal ein Safe State, ganz ehrlich. Da müssen wir nicht vorher immer hier hinlaufen, das wäre auch blöd. So, dann machen wir mal ein Safe State. Und falls ich es falsch mache, dann passiert was. Und wenn das passiert, dann lade ich neu. Und falls nicht, dann haben wir es richtig gemacht. Aber wie gesagt, interessanterweise, das Spiel ist nicht zu Ende nach der Frage oder nachdem was passiert, sondern erst ein gutes Stück später ist es dann zu Ende. Aber wenn man das Richtige hier sagt, oder die Antworten gibt, die das Good Ending auslösen, dann ist das Spiel nochmal ein gutes Stück länger und nur so kommt man an die Wahrheit hinter dem Ganzen, ne? Aber ich habe keine Lust, das Spiel zweimal durchzuspielen, das wird nicht passieren. Ich will ja alle Persona-Spiele machen und da wäre es ein bisschen heftig, die auch noch mehrfach durchzuspielen, würde ich behaupten. So. Also sie sagt, ist es nicht sicher, sich hier zu verstecken? Ich denke mal, sie soll aufhören, sich zu verstecken, oder? Das ist der Sinn der Sache, schätze ich mal. Ja, hör auf, hier zu verstecken. Rin hat recht. Sich vor deinem Problem zu verstecken, wird sie nicht lösen. Du musst sie konfrontieren. Warum? Warum gebt ihr euch alle solche Mühe?
Ja, for myself wohl falsch sein. Just cause ist kein Grund. Das ist wahrscheinlich zu lapidar. Das ist halt die typische Heldenantwort, würde ich sagen, oder? Wir tun das für jeden, ja? Für das Wohl aller. Wir haben keine Zeit für diesen philosophischen Mist. Wir müssen zurück zu unserer Welt und jemanden retten. Ja, Mark, das hängt aber alles zusammen. Er will jetzt natürlich zurück und mit Marky retten aus seiner Welt, aber er muss mal langsam begreifen, dass das alles zusammenhängt. Dass es alles mit Marky zusammenhängt. Komm schon, lass uns das Ding ausleihen. So wie es aussieht, ist sie... Ist sie bereits tot? Auf keinen Fall! Sie lebt auf jeden Fall noch. Nun ja, unabhängig davon. Wofür lebt ihr alle? Ist es nicht eigentlich viel zu schmerzhaft? Was? Warum? Was ist mit dir, Mister? Wofür lebst du? Ich denke mal, das ist er, oder? Sie sucht nach Antworten. Wenn ich jetzt keine gebe, bringt das nichts. Und zu sagen, für seinen Sinn im Leben sozusagen, für meinen Zweck. Ja, um meinen Zweck, um meinen Sinn, um meinen Platz zu finden. Beziehungsweise für meine Überzeugung. Das kann so vieles sein. Warte mal, ich mal gucken, was hier da am ehesten meinen. Ja, gut, ich glaube, das kann man in all die Sachen, die ich gerade gesagt habe, nutzen. Es kann sein Grund sein und seine Einstellung, keine Ahnung, aber ja. Auf jeden Fall eine bestimmte Antwort geben, jetzt hier ist wichtig, denke ich mal. Keine, ich weiß es nicht. Ich stimme zu. Es ist genau, wie Rin sagt. Leben ist nicht nur Schmerz, es gibt auch Freuden, die man im Leben erleben kann. Okay, nur für euch. Ich werde euch das... Komm, also das Bruderdöschen ausleihen. Ich bin gerade echt mit dem Reason nicht zufrieden, ne? Das kann halt so viele Sachen heißen. Ich will mal einen Zusammenhang suchen. Ich finde das gerade schon wichtig. Ja, man könnte halt sagen, dass es halt der Grund ist, der Grund ist für seine... Ist halt die Frage, weil er seinen einen Grund sucht oder aus seinen Gründen, also aus seiner Überzeugung. Finde ich echt gar nicht so eindeutig. Vielleicht hat jemand eine bessere Idee von euch und kann mir das sagen, was mir anscheinend gerade entweder nicht einfällt oder mir einfach generell nicht bekannt ist. Weil es kann halt definitiv auch heißen, ja, ne, aus... meinen Gründen, also aus meinen Überzeugungen und so weiter. Ja. Aber ich denke, dass es euch gut genug klar wird. Also es geht halt entweder darum, um meine Gründe halt, meine Überzeugungen, um meinen Platz in der Welt und so weiter. So, wir haben die Hälfte des Compacts. Das können wir ins Schloss, okay. Das heißt, wir müssen auch nochmal durch Subway, oder? Danke dir. Lass uns gleich wünschen, dass es einen Dreck nach Kandori bringen soll. Das wird nicht funktionieren. Das könnt ihr nicht. Nur ich kann es benutzen. Und das Schloss ist Arkis zu Hause. Deswegen funktionieren meine Wünsche dort nicht. Oder nicht im Verbund damit. Ich wusste, es wäre zu einfach, um wahr zu sein. Nun ja, dann lass uns die ganzen Betritt zum Castle stopfen. Ja, das ist wohl dein Haus hier. Ein bisschen kleiner. Bitte. Sorgt dafür, dass Kandori dieses Bullöschen niemals erhält. Was meint denn bitte schon unser Nanjo dazu? Kandori. Wie kann die Tatsache, dass du das Kodus in die Hände bekommst,
in seine Pläne reinspielen. Ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht ist das Döschen das Verbindungsstück zwischen dem Deva-System und das, was sich Maki aufgebaut hat, der Schlüssel sozusagen. Vielleicht könnte er, wenn er das Döschen hat, die Welt nach seinen Vorstellungen formen. Das kommt man am wahrscheinlichsten vor, oder? Als ich klein war, tat ich so, als ob der Spiegel in meinem Haus magisch wäre. Ich wünschte mir Dinge von ihm. Wie zum Beispiel ein wunderschönes Mädchen zu werden, das jeder liebt. Na, scheint es ja einiges hinbekommen zu haben, ne? Vielleicht war ja wirklich magisch. Who knows? It's locked. Okay. Aber das ist interessant. It's locked. Das heißt, da ist noch eine Tür hinter ihr, die verschlossen ist. Kann ich mir mal das Produzieren anschauen, Rin? Wow. Es ist nur die Hälfte von dem Ganzen. Aber es ist das Level wie meins. Wobei, meins hat keinen Spiegel wie dieser hier. Du hast ein Puderlöschen ohne Spiegel? Ist ja unpraktisch. Aber vielleicht hat es auch wieder gute Gründe, dass du sowas hast ohne Spiegel. Okay, wir können das rauslaufen natürlich. Wir könnten natürlich auch einfach rauswarpen. Aber ganz ehrlich, ich könnte das Training noch gebrauchen. Ich würde, glaube ich, eher rauslaufen wollen. Und da kann ich noch speichern da vorne, was auch nicht verkehrt ist. Oh, okay, hier ein Pfeil sogar. Gut, dann war einiges dazugelernt, würde ich sagen. Meine Verdächtigungen haben sich ein bisschen mehr bestätigt. Also komm, ihr werdet durch Eise geheilt, ne? Ja, Wind würde sogar Schwaden bei euch machen, okay. Wind ist gut gegen euch. Good to know. Okay, wir haben den Schlüssel. Ein weiter Weg liegt vor uns, zurück zum Schloss auf jeden Fall. Aber das Training, was ich hier gedreist habe, hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt. Ich hoffe, dass es nicht allzu viel schwieriger jetzt am Schloss wird. Nicht, dass ich Stimme trainieren muss. Ich meine, ich hätte es auch ohne Training schaffen können, so nicht. Aber das hat schon Sinn gemacht, ne? Ich könnte einfach repeaten. Zack. Folge ist auch schon lang genug, ne? Habe ich gerade gesehen. Ja, wir gehen auch eben zum Speicherpunkt. Den Kampf nehmen wir doch eben mit. Ich bin ganz froh, dass ich die Folgen hier ein bisschen länger mache, weil ich glaube, ich würde nicht weit kommen, wenn ich das immer nur so 20, 30 Minuten machen würde. Das sind so 40 bis 50, glaube ich, schon besser. Weil ich würde nichts erreichen. Also nicht andersweise so viele. Das ist ja schon gut, ein Stück voranzukommen, nicht immer nur, keine Ahnung, 4 Folgen am Stück Dungeon zu haben, bis ich mal wieder irgendwann ans Ende komme vom Dungeon. So können wir das ganz gut zusammenhalten, denke ich. Natürlich ein bisschen hardcore, weil ich glaube, jetzt langsam startet ja so ein bisschen die finalen Züge vom Tales of Eternia LP. Da habe ich die Folgen auch ein bisschen länger gemacht, aus demselben Grund. Aber ich kann euch schon mal sagen, das, was nach Tales of Eternia kommt, wird nach den ersten 2 Folgen wesentlich kürzere Folgen haben. So ein bisschen zum Kontrast hierzu. So. Ja, ich könnte einfach replayen. Max Level hoch, das ist nice. Fast auch jetzt 30, schön. Ein Level noch. Gut, dann würde ich sagen, an diesem Save-Punkt trennen wir uns. Ich werde den Dungeon einfach rauslaufen in der Zwischenzeit, ohne euch. Weil den habt ihr jetzt auch schon gut genug gesehen, würde ich mal behaupten. Aber ich würde halt gerne rauslaufen, anstatt mich rauszuporten, um die Erfahrung mitzunehmen. Und dann sehen wir uns, ja, draußen wieder. Also außerhalb des Dungeons und dann geht es von da aus nächste Folge weiter. Ich danke fürs Zusehen. Bis denne.